Bin mal gespannt. Er hatte doch eben irgendwie sowas gesagt oben links, oder? Dass ich ab und zu Leute da abliefern kann. Also wäre ich mal gespannt, was dann passiert. Da vögeln die bei mir hinten im Auto. Ich kann es immer noch nicht fassen. Aber Hammertyp, der Trevor. Hammertyp. Bei dem läuft. Ist ein Assi, aber bei dem läuft. Die sind wahrscheinlich eh so besoffen, die wundern sich wahrscheinlich gar nicht, wo sie langfahren. Die denken sich nur, wow, Auto, warum so schnell? Mir ist schlecht, ich muss kotzen. Und gleich vögel ich die Alte. Ja, das kriegen die gar nicht mit, wenn ich die jetzt dahin bringe. Die kennen sich hier eh wahrscheinlich jetzt nicht mehr aus, wenn sie so besoffen, wie sie sind. Also, versuchen wir das mal mit dem Kult da. Mit der komischen Sekte in den Bergen. Das Auto ist jetzt nicht so sonderlich schnell und die Wege sind relativ weit. I know, I don't recognize anything. We never made it back. Genau das, ich sag's ja. Der so, ja, ohne den würden wir den Weg nie finden. Genau so ist es nämlich. Die denken sich jetzt nur, oh Gott, war ich hier schon mal? Ja, bestimmt. Die kriegen nichts mehr mit, die sind so besoffen. Das ist natürlich das sind natürlich perfekten Opfer für uns, wenn wir Leute da abliefern wollen, irgendwelche Besoffenen und Leute auf Drogen. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich denke mal, so kurz bevor wir ankommen, werden sie wahrscheinlich schon was merken und so sagen, ey, was soll das denn? Aber egal, wir fahren einfach weiter. Ja, renn mir vors Auto. Blödes Vieh. Renn mir voll vorne vors Auto. Aber ich meine, das ist natürlich, ah, jetzt sind hier überall Tiere, das ist ja sehr nice. Aber wir kennen das ja, bei Licht bleiben die ja stehen, beziehungsweise werden ja irgendwie panisch und laufen dann nicht vom Auto weg, sondern oft werden sie dann eben erst recht getroffen. Deswegen, vielleicht sollte ich dann das Licht ausmachen, wenn wir hier Tiere sehen, die uns auf die Straße laufen. Hier wieder irgendwelche Katzen oder Hunde oder so, so Wüstenhunde oder sowas. Ist ja sehr geil. Also Tiere, Hammer. Ist auch wieder was, was man immer vermisst hat. Ich sag ja, sie haben einfach GTA San Andreas gemacht, aber in allen Punkten verbessert. Und das ist, ich dachte ja, das beste Spiel aller Zeiten, oder das war für mich eines der besten Spiele aller Zeiten, San Andreas, kann man nicht noch verbessern, aber doch, man kann es in vieler Hinsicht noch verbessern, aber das kann nur Rockstar. So, sind wir jetzt irgendwann mal da? Ist ja schon sehr weit weg, sehr weit hinten irgendwo gelegen in den Bergen. Aber man darf sich nicht beschweren, denn man wünscht sich ja so eine riesige Karte und dann sind natürlich auch die Wege weit, klar. Aber es ist realistischer. Ich meine, so eine Fahrt irgendwo in die Berge dauert nun mal nicht in echt 2 Minuten, sondern vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und dann dauert es eben auch hier mal ein bisschen länger. Muss nur aufpassen, dass ich das Auto nicht crashe und mich irgendwie... Aber es ist ja wirklich die komplette Pampa hier, komplett abgelegen. Noch ein Feldweg. Dass die sich nicht langsam wirklich mal wundern. Ach Quatsch, nein, ist richtig hier. I'm pretty sure our hotel wasn't up a mountain. Ah, don't worry. Ich wollte dir zeigen, dass Lovebirds der most romantic little spot in the whole county. Now you're talking. What you say, babe? Start a little nature documentary out here? I don't know. I just want to go home now. Oh, you'll love this place. We'll really bring you close together. Okay, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Hier ist das Eingangstor zum Altruistenkult. And taking care of some lost travelers for a price. And so it is. So it is. Leave the body, take the gold. $2,000 für 2 Personen, also pro Person kriegen wir hier $1,000. Wenn wir hier so ein paar arme Seelen, Akolyt der Altruisten, also jetzt sind wir so ein Handlanger der Sekte hier oben in den Bergen, also sie sind ja abgelegen, da geht's nicht mehr, fressen anscheinend, ich weiß nicht, was genau die mit denen machen, aber als sie da gesagt hatte zum Abendessen, würde ich fast vermuten, die essen die Menschen. Jetzt haben wir natürlich die armen beiden verliebten Besoffenen hier ihrem Tod überlassen, aber hey, für $2,000 würde ich so einiges tun, ne? Das Problem ist, bei dem Ganzen ist jetzt nur, ich muss jetzt irgendwie wieder hier aus den Bergen kommen. Okay, Berg runter geht etwas schneller, aber... Das ist trotzdem ein ziemlich weiter Weg.
Und was ich gerade eben oben rechts gesehen habe, der hat ja wohl anscheinend richtig Geld, der gute Trevor. Mehr zumindest als die anderen beiden. Da ist wieder der Tunnel. Ich fahre einfach den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ich versuche das mal ohne GPS zu machen. Ich muss mich ja auch irgendwie mal ein bisschen dann zurechtfinden in der Welt. Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht störend, aber ich spiele das Spiel ja so, wie ich es auch selber spielen würde, ohne aufnehmen. Und ich würde jetzt nicht fürs Let's Play dann irgendwas anders machen, sondern ich spiele das eben genauso, wie ich es auch sonst alleine spielen würde. Und dann würde ich auch mir mal solche Sachen anschauen. Wenn ihr mir sagt, hey, du kannst da Leute abliefern, dann probiere ich das halt aus. Also ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und langweilt jetzt niemanden, dass wir jetzt hier die lange Strecke fahren müssen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Im Notfall könnte man ja auch immer Passagen überspringen. Ich finde das zwar ein bisschen blöd, wenn man mit einem Video überspringt, aber kann man ja theoretisch machen. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt bei ihm zwei Aufträge. Ich könnte jetzt auch bei den anderen wieder weitermachen, aber warum fahren wir nicht mal... Okay, ich muss eh darum. Ich fahre gerade in die falsche Richtung. Warum fahren wir nicht mal Richtung... Ja, sollen wir zu Trevor oder sollen wir zum Chinesen? Ich würde sagen, wir fahren mal zu Trevor zurück. Irgendwelche Tiere, die hier Geräusche machen. Was die so mit ihren... Was bestimmt... Jesse und Walter sind unterwegs zum Kochen. Oh Gott, wer die Serie kennt, beste Serie aller Zeiten. Warum Deer. Laufen die Dinger mir eigentlich immer vors Auto? Deer. Deer. Aber ist ganz schön viel los hier auf dieser Landstraße hier. Ist das ein Motorrad? Gib mir das mal bitte, dann kann ich nämlich schneller fahren. Ist eine Sanchez? Ja, damit geht's bestimmt schneller. Überfahren wir den Typen nochmal. Als Bedankung für das, als Dankeschön für das Motorrad. Und ja, hier ist ja links, ist ja dieser riesige See, ne? Ja, da ist der riesige See. Wie kann er denn fahren? Ist er gut im Fahren? Ne, fahren hat er nur anderthalb Striche, okay. Aber ich bin schon gespannt, dann mal mit ihm zu fliegen, weil er ja das Fliegen ziemlich hoch hat. Da freue ich mich schon drauf. Michael und Franklin sind nach dem Juwelenraub untergetaucht. Wechsel. Was stand da? Möglich oder nicht möglich? Habe ich jetzt nicht gelesen. Irgendwas mit dem Wechsel, weil die untergetaucht sind. Vielleicht Wechsel nicht möglich. Vielleicht kann ich dann jetzt gerade nur mit Trevor spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht zu Ende lesen können. Ich werde jetzt eh noch ein bisschen mit ihm spielen erstmal. Den haben wir ja gerade erst kennengelernt. Wir haben ja mit Michael und Franklin schon einiges gemacht. Also warum nicht mal ein bisschen mit ihm hier? Oh shit. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Jump hinlegen und einen coolen Stunt machen, aber irgendwie ist es im Endeffekt schief gegangen. Ich brauche erstmal wieder was Fahrbares. Ist ja gar nicht so einfach hier auf dem Land, da sind nicht so viele Sachen unterwegs. Hey Jungs, habt ihr ein Auto für mich? I'm looking forward to getting a workout this weekend. Gotta stay in shape to the good. Whatever. You scumbag! Oh, please, go and hurt yourself. You need to learn a couple of things, moron. Motherfucker! Warum direkt so aggressiv und warum wird hier rumgeballert? Eine Verfolgung mit Helikopter und allem. Ich brauche was zum Fahren. Ich brauche was zum Fahren. Ja, da steht ein Golfcaddy. Nehmen wir den. Im Notfall tut's auch sowas. Hat jetzt nicht so den Style-Faktor, aber geht auch. Ist halt nicht so sonderlich schnell, ne? Oh, und lenkt sich komplett beschissen. Ich hab nach rechts gelenkt, nichts passiert.
So, da sind wir auch gleich schon wieder beim Wohnwagen nach dem kurzen Ausflug. Ich wollte ja sowieso eigentlich eine Mission annehmen und dann kamen mir die beiden Typen dazwischen. Aber so ist das in dem Spiel. Man kann immer wieder kleine Nebenmissionen machen, wenn man möchte, man muss aber nicht. I tried, Trevor. Was hast du versucht? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Trevor ist sehr geil drauf, finde ich. Also er hat wirklich. Stop at ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Oh, die haben jetzt sogar einen eigenen Flugplatz, die Motorradfahrer. Also, wir haben noch eine wichtige Info bekommen, und zwar, dass Michael DeSanta, wie er ja jetzt heißt, früher Michael Townley hieß. Also er hat ja natürlich eine neue Identität bekommen, als er untergetaucht ist, ne? Ist klar. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Also Trevor ist da sehr geil drauf. Ich liebe ihn jetzt schon, ey. Also er ist ein Assi, er ist kriminell und gemein gefährlich, aber er ist trotzdem ein lustiger Typ. Das muss man ganz klar sagen. So, hier ist ein Ammunition, eine etwas heruntergekommenere, wie nennt man das Ding? Filiale. Eine etwas heruntergekommene Filiale von Ammunition. Melvin! How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Besorge dir ein Zielfernrohr und einen Schalldämpfer für das Scharfschützengewehr. That's the rifle I need. Karabiner, Sturmgewehr, abgesägte Schrotflinte. Ich guck nochmal gerade, ob wir jetzt noch mehr Waffen haben. Mikro-MP, MP. Okay, egal. Wir nehmen erstmal hier das, hier sind die Extra-Waffen aus der Special Edition. Das ist einmal ein Hammer, eine Pistole Kaliber 50 und eine Bullab-Schrotflinte. Ich würde sagen, wenn die kostenlos sind, dann nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. Da ist auch schon alles drauf, beziehungsweise alles verfügbar. Schalldämpfer, schwarzer Farbton, grüner, orangener, pinker, oh Gott, guckt euch das an. Damit kann man viel Spaß haben, glaube ich. Nehmen wir die mal in Platin und mit, ich nehme die nur mal mit, weil die ist ja kostenlos, weil ich ja die Special Edition habe. Mit Griff kann ich mehrere Sachen drauf machen, oder? So, jetzt kann ich noch Munition kaufen. Griff und ja, taktisches Licht kann man auch noch drauf machen. Okay, das ist schon mal nice. Achso, nee, warte, nochmal. So, jetzt nochmal nach rechts. Ich kann auch einen Hammer mitnehmen, den nehmen wir auch noch mit. Und Pistole Kaliber 50 nehmen wir auch noch mit. Mit ein paar mehr Schuss. Größeres Magazin tun wir rein. Schalldämpfer tun wir rein. Und nehmen die in... Oh, Gold wäre natürlich schon eine krasse Sache für eine Pistole. Oder aber in... Eine goldene Diegel oder was das sein soll, dann Kaliber 50. Ja komm, wir nehmen die in Gold. Also die sind, wie gesagt, für mich kostenlos, weil ich die Special Edition habe, die drei Waffen. Und deswegen nehme ich die auch mal mit. Dann hat man im Notfall immer eine Waffe, die man so haben kann. Und jetzt soll ich mir für das Scharfschützengewehr, ich bin sehr nice, dass ich das spielen darf,
hole ich mir erstmal ein paar Schuss. Und jetzt brauche ich noch ein Zielfernrohr, das haben wir. Und einen Schalldämpfer. Und da kann ich noch eine Farbe drauf tun. Nehmen wir die in, was ist denn mal gut getan? So ein Pink ist doch gute Tarnung. Ah, ich finde das Grüne ganz schön für ein Scharfschützengewehr. So, Dankeschön. Steig auf das Squad. Auf das Squad. So, jetzt mal eben schauen. Wir haben jetzt, aufgemotzte Waffe. Jetzt haben wir eine Trophäe verdient. Okay, jetzt haben wir hier die Pistole. Dafür habe ich jetzt wenig Schuss, aber... Ach, hier drin darf ich die Waffe nicht ziehen, okay. Aber warte mal, kann ich mir auch noch eine kugelsichere Weste holen? Ja, dann nehmen wir auch noch eine kugelsichere Weste mit. Oh, jetzt habe ich unten links nur einen. Ah, hier gibt es verschiedene. Überschwere, schwere, kugelsichere, extra leichte, leicht kugelsichere, Standardkugelsichere. Okay, die haben verschiedene, die haben weniger Schutz, sind dafür aber wahrscheinlich beweglicher, weil man extra leicht ist. Oder man nimmt eine schwere mit. Ich nehme jetzt mal eine Standard mit. Ich habe ja das Geld bei ihm. Jetzt haben wir unten nämlich bei dem blauen Balken noch so ein, ja, fast zur Hälfte voll. Das ist also die Schutzweste. Wenn ich jetzt die ganz schwere nehmen würde, wäre das Ding natürlich wahrscheinlich noch voller. So, und jetzt kann ich auch mal die Waffe ziehen. Ich will mir mal das Scharfschützengewehr angucken. Oh ja, das sieht doch wirklich nice aus. Und man kann sehr weit reinzoomen. Das ist ja auch ein verbessertes Zielfernrohr. Nice. Und dann haben wir noch die Schrotflinte. Das ist aber jetzt nicht die, die ich ausgewählt habe, oder? Das generell sind das doch nicht die Waffen, die ich ausgewählt habe. Ich habe ja auch den Hammer nicht. Wieso habe ich die Waffen nicht? Warte mal. Ammunition is like the bean machine of the firearms industry. Wie kann ich das Ding jetzt mitnehmen? Ich habe Munition dafür. Aufrüsten kann ich die. Ah, ich könnte die auch drehen und angucken. Kann verschiedene Sachen kaufen, aber wie rüste ich die Waffe aus? Non-refundable, I should add. Aber habe ich die Waffen jetzt oder habe ich sie nicht? Denn bei der Pistole habe ich nur eine Pistole ohne Schalldämpfer und nicht die, die ich jetzt gekauft habe. Wieso? Okay, das ist jetzt interessant. Man kann also dann oben, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, ihr habt es wahrscheinlich auch gedacht gerade schon. Wenn ich im Waffenrad bin und dann zum Beispiel bei Pistolen, dann gibt es ja mehrere verschiedene. Dann kann ich einmal nach rechts gehen und dann habe ich die Pistole Kaliber 50. Und dann habe ich jetzt eine goldene Pistole mit Schalldämpfer dabei. Oh yeah, geiles Ding. Und dann werde ich wahrscheinlich bei der Schrotflinte auch durchwechseln können. Jawohl, da haben wir jetzt die Platinum Bullab Schrotflinte. Oh, geile Sache. Special Edition hat sich gelohnt, die paar Euro mehr. Bin ich froh. So, begib dich zu Ron. Ron! Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Also sowas hat man sich doch gewünscht, dass man auf seine Waffen Schalldämpfer drauf machen kann und so ein ganzen Scheiß. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Ich habe das Gefühl, wir haben besseres Tuning als bei Need for Speed, bessere Waffenmodifikation als bei COD. Der Hund ist besser, also man hat das, was andere Spiele so halbherzig machen, hier alles zusammen und noch besser. So, und wir sollen da jetzt von da oben snipen. Ich bin schon auf dem Weg. Kletter auf die Spitze des Wasserturms. Noch eins weiter nach oben, sagst du? Okay. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. So, da sind wir. Und die Zeit verläuft ein wenig. Ein Scharfschütze muss auch mal Geduld haben und warten können. Und wir haben Nacht. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Schau durch das Visier mit L2. Vergrößere den Blick. Genau, das habe ich schon rausgefunden. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. So, da ist der Typ. Ja. Can you see me? You wouldn't believe this, Ron.
One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Ach so. Well, get a move on!